Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans, die Königsklasse des Motorsports, sie ist zurück aus der Sommerpause. Wir sind hier in Sanford und die erste große Nachricht, die gab es heute Morgen schon um 10 Uhr, da flatterte die Pressemitteilung von Haas ins Haus. Beide Fahrer, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, werden verlängert, fahren also auch in der Formel 1-Saison 2024 für Haas. Bei Nico Hülkenberg war das absolut gar keine Überraschung mehr. Günther Steiner hat gesagt, er musste dieses Jahr nur erstmal beweisen, dass er es noch kann. Das hat er sehr gut gemacht. Er hat gezeigt, dass er es noch sehr gut kann. Er hatte ohnehin einen 1+1 Vertrag. Das heißt, er musste keinen komplett neuen Vertrag unterschreiben. Es sind dann verschiedene Sachen passiert, die dann eine Verlängerung quasi getriggert haben. Nico Hülkenberg selbst hat auch gesagt, es gab eigentlich keinerlei Zweifel zu keinem Zeitpunkt an seiner Zukunft. Deswegen war er für 2024 ohnehin gesetzt. Bei Kevin Magnussen war die Situation ein bisschen anders. Günther Steiner hatte zwar schon vor der Sommerpause gesagt, dass es das Ziel wäre, mit beiden Fahrern zu verlängern. Trotzdem waren da so ein paar Fragezeichen dahinter. Er fährt ja in seiner zweiten Saison seines 2-Jahres-Vertrags. Also sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus. Deswegen hat er einen komplett neuen Vertrag gebraucht und die Leistungen, die ließen zuletzt schon zu wünschen übrig. Er steht ganz klar im Schatten von Nico Hülkenberg. Trotzdem hat man ihn jetzt verlängert. Günther Steiner sagt, man hat herausgefunden, warum dieses Auto Kevin Magnussen nicht so sehr liegt, weiß jetzt, woran man arbeiten kann und deswegen ist er zuversichtlich, deswegen wurde er verlängert. Trotzdem, ich habe natürlich gefragt, warum hat man dann jetzt einfach nicht gewartet, um zu sehen, ob das auch funktioniert, ob das den gewünschten Effekt bringt. Günther Steiner sagt, naja, es gab jetzt auch nicht so wirklich Alternativen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben ja in der Sommerpause viel über den Fahrermarkt gesprochen und dass sich da doch relativ wenig tun wird insgesamt. Und da haben wir auch gesagt, es tun sich jetzt von unten nicht wirklich viele richtige Fahrer auf, die man jetzt unbedingt sofort in ein Formel-1-Auto setzen müsste. Außerdem, das hat Günther Steiner und Ham Haas ja auch zuletzt immer wieder klar gemacht, Rookies, schwieriges Thema. Also deswegen wenige Alternativen und zum anderen wollte man Kevin Magnussen auch ein bisschen Klarheit geben. Man wollte ihm den Kopf frei machen, dass er sich nicht über die Vertragssituation Gedanken machen muss, sich rein aufs Fahren konzentrieren kann und deswegen also jetzt relativ zeitig schon beide Vertragsverlängerungen, sowohl für Nico Hülkenberg als auch für Kevin Magnussen. Dann gibt es weitere Neuigkeiten von Haas und die sind sportlich sehr, sehr interessant, denn es gibt neue Teile. Das ist bei Haas keine Selbstverständlichkeit. 14 Updates hat man in der bisherigen Saison gebracht und damit ist man Schlusslicht. Ihr habt sicherlich unsere Geschichte gelesen in der Sommerpause, da haben wir aufgelistet, welches Team wie viele Updates gebracht hat. Haas also nur 14 Updates. Die Spitzenreiter Alpha Tauri und McLaren, die haben über 40 teilweise gebracht. Also das ist schon ein eklatanter Unterschied, aber ihr wisst ja alle, Qualität vor Quantität, aber auch die Qualität, die hat bei Haas nicht so wirklich gestimmt. Jetzt kommt ein sehr entscheidendes Update. Und Kevin Magnussen meinte, das ist gar nicht so sehr darum, jetzt einfach Abtrieb zu bringen. Warum bringt man dann trotzdem ein aerodynamisches Update? Es geht natürlich um das ganz große Problem des Haas, den Reifenverschleiß. Und Günther Steiner hat uns dann verraten, es gibt komplett neue Bremsbelüftungen an der Hinterachse. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Reifenverschleiß hängt natürlich damit zusammen, wie warm die Reifen werden. Und das ist das ganz große Problem beim US-amerikanischen Team, dass die Reifen einfach dann im Rennen sehr schnell überhitzen. Jetzt kann man das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Zum einen rutschen. Wenn man rutscht, klar, dann überhitzt die Oberfläche. Rutschen tut man, wenn man zu wenig Abtrieb hat. Das ist eine Sache, deswegen ist Abtrieb immer gut. Gleichzeitig sorgt Abtrieb natürlich auch dafür, dass man strukturell den Reifen erwärmen kann, weil man mehr Energie reinpackt. Das ist aber gar nicht so sehr das Problem. Abtrieb gewinnt man mit dieser neuen Bremsbelüftung allerdings nicht so sehr. Was man allerdings schon verbessert, ist natürlich die Abluft, wo die hinkommt. Denn über die Bremse erhitzt man natürlich auch die Felge und über die Felge dann wiederum den Reifen. Und das scheint bei Haas ein großes Problem zu sein. Das scheint mit verantwortlich dafür zu sein, dass man diese großen Reifenprobleme dann im Renntrim hat. Jetzt stellt man sich die Frage, wieso kommen die Probleme 2023? Das Reglement besteht ja schon seit 2022, aber Günther Steiner hat uns verraten, man hat an der Bremsbelüftung doch größere Änderungen vorgenommen, war auch nötig, weil man eine neue Hinterachse von Ferrari bekommen hat und deswegen hat man da Änderungen vorgenommen, offenbar in die falsche Richtung und das wird man jetzt an diesem Wochenende ändern und schauen, ob man damit die ganzen Reifenprobleme hinbekommt. Jetzt haben wir viel über Haas gesprochen, so viel reden wir normalerweise gar nicht über Haas. Wer immer noch nicht genug davon hat, dem können wir unser neues Printmagazin ans Herz legen. Ausgabe Nummer 92 ist da und wir haben exklusiv mit Nico Hülkenberg gesprochen. Das gesamte Interview mit dem einzig verbliebenen deutschen Formel-1-Fahrer, das gibt es jetzt in der neuen Printausgabe. Schnell sein, die letzte Printausgabe mit Nico Hülkenberg auf dem Cover, die war ja ausverkauft. Link dazu ist in der Videobeschreibung.
Und dann gehen wir jetzt einfach mal im Paddock ein bisschen nach vorne. Da finden wir dann Aston Martin. Auch Aston Martin hat neue Teile im Gepäck und auch da ist es sehr interessant. Die waren ja die ganz große Überraschung zu Beginn der Saison. Fernando Alonso ganz oft auf dem Podium gestanden. Allerdings war der Trend ein bisschen in die andere Richtung. Also es lief dann zuletzt vor der Sommerpause gar nicht mehr gut für Aston Martin. Man ist zurückgefallen. Natürlich auch hinter McLaren, die einen Riesensprung gemacht haben. Bei McLaren ging es zuletzt ja wieder ein ganz klein bisschen zurück in Spa. Trotzdem ist man da sehr zuversichtlich, dass man wieder an die Performance von Silverstone, von Österreich und von Budapest anschließen kann. Warum? Ja, in Spa war einfach nur der Heckflügel das Problem. Jetzt auf der Strecke glaubt man, dass man wieder komplett dabei ist und das Update wird vervollständigt. Der dritte Teil kommt. Jetzt aber zurück zu Aston Martin. Wieso ist dieses Update so interessant? Man hat festgestellt, man hat ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Das dauert, bis man es festgestellt hat. Dann dauert es, bis die neuen Teile kommen. Und die ersten neuen Teile, um dieses Problem zu beheben, die kommen eben jetzt hier an diesem Rennwochenende in den Niederlanden zum Einsatz. Und dann will man schauen, ist man wirklich auf dem richtigen Dampfer? Oder hat man sich da vertan? Also ganz, ganz interessantes Rennwochenende, an dem wir Aston Martin auf jeden Fall beobachten müssen. Auch, weil Lance Stroll heute nicht da war. Es gab ja im Vorfeld die ein oder andere witzige Geschichte, dass er angeblich seine Formel-1-Karriere beenden wollen würde und Richtung Tennis gehen würde, was er ohnehin als Jugendlicher verfolgt haben soll. Da können wir nichts Neues vermelden. Das waren auch nur Gerüchte. Also ich glaube, oder ich weiß nicht, wie viel da jetzt wirklich dran ist. Er wäre heute sicherlich danach gefragt worden, aber er war nicht da. Er war eigentlich für die offizielle FIA-Pressekonferenz einberaumt, hat dann aber gefehlt. Wenige Minuten bevor die Pressekonferenz begonnen hat, haben wir die Information von Aston Martin bekommen, dass er krank ist. Er hat sich einen Infekt zugezogen, kuriert sich aus, ist deswegen also dem Medientag ferngeblieben. Er ist nicht der Einzige im Fahrerlager, der ein bisschen krank ist. Ihr hört es vielleicht, aber nicht jeder muss dann am restlichen Rennwochenende Höchstleistungen im Cockpit erbringen. Deswegen haben wir ja schon öfter gesehen in dieser Saison, dass Fahrer, wenn es ihnen nicht ganz gut geht, den Medientag fernbleiben. Wenn es wirklich so ist, dass es ihnen schlecht geht, dann haben wir da natürlich auch Verständnis dafür. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter hinterschauen oder eigentlich auf die andere Seite, auf der Seite Aston Martin, auf der anderen Seite dann die große Hospitality von Red Bull und Alpha Tauri. Das ist natürlich das Team, das hier besonders im Fokus steht. Nicht nur, weil man alles dominiert, nicht nur, weil Max Verstappen seinen 9. Sieg in Folge holen kann. Nein, es ist auch das Heimrennen von Max Verstappen. Und Sanford, ihr habt es gesehen, die letzten Jahre, absoluter Wahnsinn, was hier abgeht. Alles in Orange. Trotzdem, an diesem Wochenende steht das vielleicht unter keinem ganz besonders guten Stern. Ja, sportlich schaut alles wunderbar aus, aber es gab jetzt im Vorfeld ein Video, das aufgetaucht ist, das Max Verstappen in einem Aston Martin Valkyrie zeigt. An und für sich kein Problem. Jetzt kann man sagen, der geht fremd, hat ja einen Honda-Motor im Heck. Aber das war ja noch ein gemeinschaftliches Projekt von Red Bull und Aston Martin, als man noch zusammen war. Adrian Newey hat dieses Fahrzeug ja auch entwickelt. Super spektakulär, aber Max Verstappen ist damit ein bisschen zu schnell gefahren. Und deswegen gibt es jetzt große Aufruhr. Möglicherweise wird das Ganze auch noch verfolgt und er hat ein bisschen Ärger zu erwarten. Heute war das für mich relativ überraschend. Kein Thema. Ich dachte, er wird zumindest darauf angesprochen von Yellow Press. Aber das gab es in der Pressekonferenz nicht. Und dann auch später gab es noch eine Session für den niederländischen Kollegen. Und auch da wurde es gar nicht erst angesprochen. Geschwindigkeitsüberschreitung sollte natürlich nicht vorkommen, aber es war ja jetzt auch nicht komplett jenseitig, was er da gemacht hat. Das größere Problem ist, glaube ich, eher, dass so ein Video dann auftaucht. Das ist nicht besonders clever, dass das in der heutigen Zeit dann noch in den sozialen Netzwerken landet. Und ich habe schon gesagt, es steht unter ein bisschen schlechten Stern dieses Rennwochenende hier. Heute hat schon richtig heftig geregnet und die Wetterprognose fürs restliche Wochenende sagt auch, dass es nicht ganz so schön wird. Die letzten beiden Jahre, als wir ja dieses wunderbare Sanford-Comeback feiern konnten, waren wir etwas verwöhnt vom Wetter. Das hat auch Max Verstappen gesagt. Normalerweise zu dieser Jahreszeit ist es ja nicht immer so schön und jetzt haben wir das erste Mal tatsächlich eine Wetterprognose, die sagt, es könnte öfter regnen. Es sind jetzt keine Spa-Temperaturen, aber das könnte natürlich dann auch den Siegplan von Max Verstappen ein bisschen durcheinander bringen. Er ist natürlich ein Regengott, wahrscheinlich der beste Regenfahrer im Feld. Trotzdem, wenn es regnet, dann kann immer ein bisschen mehr passieren, vor allem auf dieser Strecke. Wir haben es noch nicht gesehen, wie es im Regen ist. Asphalt ist ja auch verhältnismäßig neu, dazu Auslaufzonen mit Kies viel. Also das kann schon spannend werden. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Formel 1, die zurück ist aus der Sommerpause auf einer wunderschönen Strecke, bei nicht ganz so wunderschönem Wetter. Aber das kann ja am Ende auch noch Salz in der Suppe sein.